Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter, Teil 2 bei der Firma Infinitas. Im ersten Teil habt ihr ja schon so ein bisschen die Produktvielfalt gesehen und jetzt wird es so richtig technisch, weil ich glaube, hoffe, wir sind jetzt in der Kompressorfertigung angekommen und sehen jetzt ein bisschen, was hier so geht. Ja, genau. Wir sehen hier schon, also hallo auch von meiner Seite wieder, neues Video. Wir sehen jetzt hier einmal viel Handarbeit auch, was wir nacharbeiten. Hier sitzt dann jemand und bringt gerade zum Beispiel noch per Hand teilweise an Stellen, wo die Fräsmaschine nicht hinkommt. Guckt auch nochmal, ob das ein Ausschuss ist, also auch nochmal eine Sichtprüfung nach der Fräsmaschine. Also man sieht hier auch noch, wird Handarbeit geleistet. Eine Frage vorab schon mal, diese ASA-Kompressoren, die sind nur in euren Kits drin oder beliefert ihr auch andere, die aus diesen Kompressoren selber Kits bauen? Wir haben jetzt eine Firma, die das macht, die nimmt einen Kompressor von uns und will das in ein Kompressorsystem verwenden. Aber normalerweise haben wir das nur mit größeren Firmen immer gemacht, weil wir einfach nicht, das ist immer sehr aufwendig. Die wollen dann nicht nur den Kompressor-Infos haben, sondern brauchen, wie mache ich da den Anschluss, hier den Anschluss. Deswegen haben wir uns da ein bisschen eher distanziert und gehen nur zu Firmen, die sagen, okay, die sind technisch auch so aufgestellt, dass sie das machen können. Seid aber so weit ausgelastet, dass auch ihr selber schon so viele Kompressoren für eure Kits braucht, dass so alleine schon genug gefertigt werden muss ja immer. Ja, wir haben ja nicht nur die B2C-Geschichte, sondern wir haben ja auch Groß-Endkunden bei ASA. Also wir hatten auch schon Kunden wie Fiat zum Beispiel beliefert. Die haben dann die Kompressoren im Schiff verbaut, in der Yacht. Als Turbolock wirklich in dem Fall wurde das genutzt. Hier hätten wir vorne sogar ein Diagramm gehabt, weil da sieht man wirklich schön, wie das Turboloch aufgefangen wird durch unseren Kompressor. Also da liefern wir auch. Das heißt, der ist wirklich beim Boot, dauert den das zu lange, bis Lader kommt und deswegen einmal kurz Kompressor beim Gas geben. Genau. Und dann koppelt er wieder aus. Ja, warum nicht? Ja, das sind natürlich Luxusjachten, wo das dann... Wie habt ihr ursprünglich mal mit Kompressor angefangen? Weil ihr werdet ja auch erstmal welche Teams aufbauen, ne? Nee, wir haben es seit Anfang an selber gemacht. Echt? Das würde ich auch meinen Vater erzählen lassen, weil der kann da das aus eigenen Erlebnissen viel erzählen. Sehr interessante Frage und er kann sehr viel dazu erzählen. Okay, ja, dann wollen wir da gar nicht zu weit nachbohren. Genau, weil ich würde es nur als dritte Person wieder erzählen. Ja, hier müssen wir schauen, jetzt, wie wir das machen. Hier haben wir eine CNC-Drehmaschine und eine CNC-Fräsmaschine, 5-Achs sogar. Mhm. Und wir fertigen, soweit es geht, auch alles bei uns im Haus. Mhm. Teilweise vergeben wir natürlich Aufträge extern, wenn wir unsere Kapazität nicht ausreicht, aber versuchen so gut wie alles hier intern zu machen. Das ist jetzt für unser neues Projekt zum Beispiel. Da sieht man, hier ist alles wirklich selber gemacht. Wir fräsen hier selber. Das ist ein Rohteil. Mhm. Also aus dem hier wird das komplett erst gedreht und dann nachgefräst. Ich finde es immer wieder begeisternd und motivierend, wie aus einem eigentlichen Tuningbetrieb dann irgendwann halt auch so eine richtige Maschinenfertigung wird, ne? Ja. Weil das ist ja schon ein hochkomplexes Teil, bis das wirklich so ist, wie es halt hier ist, ne? Ja, man, also sei es nur Festigkeit, dass das Teil überhaupt noch stabil bleibt, die ganzen Lagersitze, das ist ja schon nicht mal eben so auf Knopf drücken und das Teil fällt daraus, ne? Genau, also hier steckt wirklich viel Engineering-Arbeit. Man sieht ja auch, wie du selbst gesagt hast, hier sind Passungen mit drinnen. Also nicht nur einfach mal fräsen und passt, sondern man muss auch wirklich schauen, passt das dann alles dann, dass die Ladungen passen etc. Also und gerade bei einem Kompressor stelle ich mir dann auch immer noch vor, das ist ja auch noch ein Teil, was halt am Ende funktionieren muss. Genau, und unsere Kompressoren drehen wirklich sehr, sehr schnell. Also die T1 zum Beispiel, also T1 Kompressoren drehen so circa 130.000 Umdrehungen. Also der jetzt hier, das ist der neue, wo wir später drauf eingehen, der dreht ungefähr so zwischen 60.000 und 70.000 Umdrehungen. Dafür ist Verdichterrat natürlich viel, viel größer. Ja, ja. Was? Zur Fertigung, hast du noch irgendwelche Fragen? Oder? Fragen nicht unbedingt, aber ich denke mal wirklich, dass viele von den Zuschauern das nicht erwartet haben. Nicht? Nee, glaube ich definitiv nicht, dass hier wirklich so krass. So, weil es ist halt einfach ein Unterschied, ob man jetzt nur so ein bisschen eine Ansaugbrücke baut oder halt einen ganzen Kompressor selber baut, ne? Weil das ist dann ja schon die Königsdisziplin eigentlich. Ne? Ja, das ist von der Toleranz her und halt viel, viel genauer, was das Ganze angeht. Man sieht es auch hier zum Beispiel, also wir machen hier auch wirklich eine Serienproduktion, also Gleichserie, damit auch wirklich alles passt. Es ist nicht so, dass man ein Teil jetzt aufspannt, das dann prüft, sondern wirklich mehrere Stück nacheinander. Das ist eine Grundplatte. Und so gefräste Teile sehen halt einfach immer geil aus. Ist halt einfach aus dem so. Vollen gefräst. Ja. Aus dem Vollen gefräst ist halt einfach immer so. Also gibt es auch unterschiedliche Versionen, die wir dann probieren. Ja. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, dass die Anschraubpunkte passen. Und da sieht man wirklich, vom Kompressor selbst ist das speziell entwickelt, die Grundplatte auch von uns. Wie macht ihr? 11 Kilo Rohteil und 1,5 Kilo Fertigteil.
9,5 Kilo Späne. Wie ist das bei solchen Teilen? Wie macht ihr das mit? Wird das dann eloxiert in schwarz oder wie wird das irgendwie korrosionsgeschützt? Oder? Das ist ja Aluminium, ist ja an sich schon. Ist egal, es kann so bleiben. Es kann so bleiben, es bleibt das. Genau, dann kommen wir hier. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen leiser, ich glaube ein bisschen angenehmer für den Zuschauer wegen den Fräsmaschinen. Hier ist jetzt die Qualitätskontrolle. Also wir sind alle Firmen, die wir hier haben, sind nach DIN ISO auch zertifiziert. Heißt, wir müssen auch gewisse Abläufe haben, die passen. Auch deswegen im Qualitätsmanagement. Wir können hier mal reingehen. Wir haben hier eine Messmaschine, die dann auch die Fertigteile prüft. Also wir messen natürlich nicht jedes, sondern ungefähr jedes Zehnte einer Charge. Genauso dann auch von Kompressorprüfstand, den können wir auch gleich zeigen. Da wird auch in chargenweise Kompressor auf den Prüfstand gepackt und geprüft, ob diese Charge dann auch passt und die zu den Werten gehört oder krass, zu den Werten passt, wie es sein soll. Das heißt, nach dem Fertigen immer hier einmal rein, um halt wirklich nachträglich immer noch gewährleisten zu können, dass damals alles gepasst hat. Richtig. Also falls da irgendwelche, wenn jetzt dann zum Beispiel, wenn wir jetzt über 10 Stück reden, jedes Zehnte hat immer gepasst, ist okay. Und wenn dann das Zehnte nicht passt, einmal müssen wir alle Zehnte darunter testen, ob die noch in Ordnung sind oder nicht. Ich sehe hier schon wieder gegossene Teile. Gibt es grob eine Zahl, wie viele verschiedene Teile ihr in Summe so habt? Also die wirklich so, ja, so einzeln von euch sind, jetzt nicht irgendwie eine Schraube und Unterlegscheibe, sondern alles, so, solche, alles so, so Teile, die ihr wirklich in Summe angefertigt habt oder sowas, wären ja mehrere Hunderte sein. Mehrere Hunderte, ja. Also in unserem System sind Tausende drin, kann man sich vorstellen natürlich. Ja. Aber da gibt es natürlich auch gewisse Zwischensteps, also Rohteil, dann Fertigungsschritt A, Fertigungsschritt B. Das ist jetzt zum Beispiel hier jetzt noch alles roh. Teilweise werden die noch beschichtet in Guss, in Pulver beschichtet, in Orange. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Fertigungsprozesse. So genau an der Zahl kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Boah, aber wenn schon ein paar. Aber man sieht es ja, was für eine Vielfalt es ist. Und für jedes Modell braucht man das. Also man kann jetzt nicht sagen, teilweise ist es sogar so, wir müssen eine Airbox im S65, also M3V8, haben wir für die Limousine eine andere Airbox, als wir für das Coupé, weil die Limousine eine andere Motorhaube hat. Mhm. Dann müssen wir wieder einen anderen Schritt haben. Also doch Tausende. Ja, das ist eben so. Weißt du, was das ist? Also auf jeden Fall geht hier irgendwas durch und da es so groß ist, würde ich sagen, da geht Luft durch, ne? Nicht ganz. Das ist ein Wasserausgleichsbehälter. Ach du Scheiße, krass. Das ist für das neue Projekt vorgreifend mal. Da haben wir nämlich so wenig Platz gehabt, dass wir gesagt haben, der serienmäßige Wasserausgleichbehälter hat keinen Platz mehr. Den schmeißen wir komplett raus und wir entwickeln selber einen und platzieren den genau da, wo er uns reinpasst. Weil das sieht so aus, als wenn das so an den Block geschraubt wird, irgendwie am Kopf vorne oder am Block. Die Front ist, wird das links vorne so angeschraubt. Und dann ist hier Deckel zum gegossener Ausgleichsbehälter, auch nicht schlecht. Ja, ist schon sehr hochwertig. Ja, ist jetzt noch so ein bisschen fies, dass ihr noch gar nicht wisst, worum es geht, aber wir kommen da gleich dazu. Das würde ich noch gerne einmal zeigen wollen. Ich sehe schon, ich dränge es darüber. Ja, ich sehe den ganzen Kompressor schon. Also hier haben wir einen 3D-Drucker, weil wir nicht nur oben in CAD alles entwickeln, wir scannen das natürlich, wenn wir so ein Projekt haben, scannen wir erstmal alles ein, den ganzen Motorraum, dann reißen wir alles raus, was raus kann, unseres Erachtens, scannen nochmal alles ein, entwickeln das oben am Computer und dann drucken wir alles mal wirklich, das ganze Projekt hier aus, packen das oben an einen extra Motor, also wir haben zu jedem Projekt haben wir einen extra Entwicklungsmotor nochmal, ausgebauten Zustand, wo wir das Ganze alles hinschrauben können und dann können wir sagen, okay, hier kann man noch was ändern, da kann man noch was ändern, was mein Computer nicht sieht, passt das Ganze an, druckt das wieder aus, geht an den Motor hin und entwickelt das nochmal da. Und hier ist auch der heilige USB-Stick. Ganz viele so immer so sagen, hey, du fährst da immer USB-Stick mit, weil da so alle Daten drauf sind, so ungefähr. Ja, das geht, also ein paar Daten, aber die werden natürlich ändern. Okay, ich höre Entwicklung, okay, das heißt, es wird doch 12-teiliges Video. Das war ganz lustig. Du hast jetzt gerade einen anderen Influencer verpasst, der war letzte Woche da. Und der hat auch erst 3-4 Videos geplant und am Schluss waren es auch 11. Ernsthaft? Ja. Wer war das? Dann können wir das schon. Turbozalo. Ah, okay. Der war letzte Woche da, hat sich in seinen V10 hat er einen Monokompressor eingebaut und hat das auch alles mit Video und mit Kamera begleitet. 11 Videos. Ja, das ist wirklich viel. Also 10, glaube ich, zum Einbau war es. Und dann haben wir eins noch gemacht mit einem Kundenfahrzeug, wo
das neue System drin ist. Das ist schon wieder gemein. Vielleicht sieht man es ja schon. Ich weiß nicht, wann euer Video hochgeht. Ja, wir sind da meistens recht spontan immer. Okay, ja. Wir hatten tatsächlich neulich sogar so ein bisschen Diskussion in Form von, es waren einige Kommentare, dass sie Angst hatten, dass es langsam so wird, dass die Videos vorproduziert sind. Mhm. Und ich dachte so, keine Angst, wir werden es niemals schaffen, so viel vorzuproduzieren. Es wird immer so bleiben, heute drehen, morgen oder nächste Woche online. Ah ja, gut, dann also das Video von ihm kommt erst in 2 Wochen, weil er so viel uploadet, erstmal mit dem Kompressor. Ja, dann, liebe Grüße, hallo, wir waren doch erst da. Alles richtig gemacht. Ja, wenn du magst, nimm dir gerne mal so einen Kompressor in die Hand. Also zum Beispiel. Ich gucke erstmal. Ich gucke gerade erstmal hier. Ups. Der Kompressor. Achso, da ist der Riemenspanner und alles jetzt mit dran. Okay. Ja, das ist jetzt für das M113 Kompressorsystem. Mercedes. Da haben wir für den 4,4 Liter, 5 Liter, 5,5 Liter, glaube ich, wenn ich jetzt richtig bin. Ein Kompressorsystem entwickelt, wo man so um die 26% mehr Leistung fahren kann. Das heißt, der war original auch ein Kompressor und ihr tauscht den Kompressor nur? Oder? Nee, das ist der Sauger. Also es gibt einen M113 mit Kompressor. Ich bin da auch nicht so drin in Mercedes. Hast du recht. Also es gibt ja den M113 mit Kompressor. Mhm. Und wir laden die auf, die ohne Kompressor sind. Also da gibt es echt viele vom G500 bis zum CL500. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ihr selbst für Mercedes solche Kits anbietet. Ich zeige es dir später mal. Wir haben sogar welche da. Das ist extrem cool, weil der Mercedes-Fahrer ist ja eher so der Understatement-Fahrer, sag ich mal. Und du siehst das Kit überhaupt nicht. Das sieht aus wie Serie, wenn du die serienmäßige Abdeckung drauf hast. Ist das komplett im V, ist dieser Radialverdichter und du siehst überhaupt nichts vom Kompressor. Geil. Okay. Also das ist echt cool. Das hier wäre zum Beispiel... So, ich muss nochmal nachfragen. Salo hat sein... Dürfen wir das denn überhaupt schon sagen? Wir müssen das gleich rauspiepen, wenn... Salo? Nee, könnt ihr ruhig sagen. Nee, also, dass der sein V10 umgebaut hat? Ja, das sind schon 3 Videos online. Schon online, okay. Ja. Der hat echt den V10, der auch schon einiges runter und so weiter, noch kaputt. Also, boah, Serieneingangsmessung, was schätzt hat er der? Das ist geil. Also wahrscheinlich, wobei, das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ne? Das hast du schon gesehen? Das meine ich, habe ich... Ist heute online gegangen. Achso, nee, heute habe ich nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwo anders gesehen habe. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt 460, 480 oder so. Habe ich auch so geschätzt. 525. Oh. Ja. Mehr als Serie, ne? Mehr als Serie. Gut eingefahren. Das Auto, ne? Also wirklich, da war, nee, das, also generell, die streuen alle nach unten. Sei es der V8 oder V10, die sind alle eigentlich immer nach unten. V8 noch extremer. Wir haben teilweise welche mit 360 PS gemessen. Im Schnitt haben die so immer 380. Und der ist schon richtig gut im Futter vom Zallo. Wir haben schon gedacht, vielleicht ein bisschen zu wenig Kraftstoff im Brennraum. Ja, dadurch ist er mager, dadurch mehr Leistung. Lambda hat aber auch gepasst. Und das ist also alles top gewesen. Erzähl mal, was haben wir hier? Ja, das sind jetzt also ganz viele unterschiedliche Kompressoren. Man sieht es hier vom T3. Also T steht immer für Turbomax. So nennen wir unsere Kompressoren und das ist dann die Abkürzung. Das schlüsselt sich dann auch noch mal ein bisschen mehr auf. Also T1 ist immer die Baureihe. Dann gibt es immer die 520, 523. Definiert dann immer das Innenleben, wie groß es ist. Das ist jetzt zum Beispiel der T1520. Mhm. Kannst du gerne mal in die Hand nehmen. Mhm. So einer würde bei dir reinpassen. Mhm. Geht ja sogar noch vom Gewicht. Ja, geht. Kannst du auch gerne mal vorne drehen. Dann merkst du mal, wie... Was da für eine krasse Übersetzung drin ist. Ja, also die sind auch extrem schön. Jetzt gucken wir mal, ob einer mit einer Riemenscheibe... Obwohl ich hier... Ich drehe jetzt mal immer eine halbe Umdrehung. Und man sieht... Gerade so, wie sich hier überhaupt was bewegt. Hier sieht man mal, was da für eine krasse Übersetzung drin ist. Ne? Ja. Und das ist, wenn man mal guckt, wie direkt diese auch sind, wie wenig Spiel die haben, das sind schon wirklich sehr hochwertig gefertigte Kompressoren. Da sind alle immer sehr überrascht. Suche ich mal hier. Und was halt bei so einem Kompressor eigentlich immer cool ist, sie sehen halt auch immer gleich schon männlich groß aus. Ne? Sie sehen auf jeden Fall männlich aus. Weil wenn das ein Turbolader wäre, würden wir gleich so von 1000 PS auf jeden Fall reden. Jetzt schau her, jetzt kann ich dir das Innenleben mal zeigen. Das hier ist bei dem die 1520, das Innenleben ungefähr, von der Größe. Und dann zeige ich dir mal von dem T6. Da seid ihr immer noch auf jeden Fall auf Gussrädern unterwegs und noch keine gefrästen Räder. Teils. Also im Automotive eher Guss noch. Werden wir aber auch irgendwann mal umstellen. Mhm. Und im OEM-Bereich sind wir ja schon auf gefräste, teilweise sogar. Darf ich gar nicht so. Das weiß ich nicht, wie weit ich da vorgreifen darf. Okay, nee, ja, alles gut. Jetzt schauen wir mal, wo diese großen Verdichter sind. Die lagen immer hier. Aber die würden dich auf jeden Fall interessieren. Da bin ich mir sicher. Zallo, alle mitgenommen. Zallo, alle mitgenommen. Die sind jetzt alle auf dem V10. Wow! Ja. Also das ist jetzt von unserem neuen Kompressor. Hast du die alte noch da? Das alte liegt hier. Ah, ja genau, da kann man mal vergleichen. Der hier dreht ungefähr 130.000, der 70.000. Liegt halt einfach daran, dann größeres Rad, schwerer, größerer Umfang.
Das heißt, von der eigentlichen Geschwindigkeit, vom Umfang her, macht das wahrscheinlich mit 60.000 das gleiche wie das mit 130 so. Genau. Ne? Aber das ist da schon. Da geht es um Durchmesser. Das heißt, wir reden bei. Das muss ja dann aber locker. Das ist dann wirklich so ein 800 PS Kompressor oder was kann so ein Kompressor? Ja, also der ist ja jetzt in Kombination mit was anderem, wo wir 600 PS dann fahren. Ah, das ist der da drin ist? Genau, das ist genau der da drin ist. Und da drüben wären sogar die Kompressoren. Kann ich auch mal im Vergleich zeigen. Legen wir das mal hier. Achtung, die ölen immer ein bisschen, weil natürlich schon alles ein bisschen vorgeölt ist. Ja, ja. Ich habe jedes Mal das Glück und öle mir die neuen Hosen voll. Da sieht man mal, also kannst du auch mal selber in die Hand nehmen. Und hier haben wir auch nämlich von eben das gefräste. Ja. Das gefräste Teil, ja. Und merkst du, wie schön das voll ist. Alleine die Drehzahl, also ist schon so hoch, dass was das Gehäuse jetzt hier hin und her wackelt, das ist einfach schon die Masse von dem Rad eigentlich, was einfach so, weil es dann doch relativ schnell relativ viel dreht. Das Schwierige ist immer bei so einer Kompressorentwicklung, die Schwingungen in den Griff zu kriegen, dass da nichts schwingt, weil Schwingungen töten ja jedes System im Maschinenbau. Und da prüfen wir, das prüfen wir auch immer im Prüfstand, da können wir auch eine gute Überleitung zum Prüfstand mal rüberschauen. Das sieht geil aus. Findest du schön? Auch schön. Die sind ein bisschen kompakter, deswegen haben wir die extra entwickelt, weil die, wenn man sich jetzt, wir können die mal mit rübernehmen. Kompakter, weil man darf immer nicht vergessen, das Getriebe ist da ja schon mit drin. Genau. Der Kompressor hat halt immer eine Unterübersetzung, wie rum man das sieht. Also dahin. Das kann halt in der Größe ausfallen. In dem Fall ist das dann hier drin. Oder es ist halt diese Größe und ist halt dann doch deutlich schlanker. Oder genau, wenn man das vergleicht, ist er locker doppelt so dick. Genau, also ups. Hier sieht man jetzt mal den Aufbau. Also hier ist schon die Riemenscheibe. Also hier wäre die Riemenscheibe normalerweise. Die kommt hier noch zusätzlich hin. Deswegen haben wir den extra entwickelt, weil der nochmal deutlich kompakter ist als unsere alten Kompressoren. Alt heißt jetzt nicht schlechter. Also die sind einfach nur für einen anderen Anwendungsbereich. Und deswegen haben wir den entwickelt. Kompakter, ein bisschen weniger Spielraum. Ja. Sonst hätte das nicht in das neue Projekt reingepasst. Mich würde ein Bauteil würde mich mehr interessieren, und zwar dass die Welle mit Lagerung, wo der Verdichter drauf steckt eigentlich. Ja? Willst du mal so eine Welle sehen? Ja, das würde mich mal interessieren, weil egal ob jetzt 130.000 Umdrehungen mit einem kleinen Verdichter oder der Verdichter mit 60.000 Umdrehungen, das ist ja dann schon. Ja, man kann sich immer 60.000 Umdrehungen gar nicht vorstellen, aber das ist so viel Masse, die da dann schon dran schwingt, arbeitet, reißt. Wir können ja mal ein bisschen, also ich kann sie dir einmal Vorfeld zeigen. Das heißt, das hier ist komplett Montagekompressoren. Endmontagekompressoren, genau. Hier sieht immer so eine Welle, die im Kompressor läuft. Ja, ja. Also sehr, sehr klein. Durch die Drehzahl hält es aber trotzdem aus. Auch hausintern gefährt? Nein. Weil das ist also ja hier so mit der Verzahnung drauf kriegen. Genau. Nee, das ist extern. Ist das ja schon. Da braucht man spezielle Maschinen auch und Fertigungsverfahren. Das machen wir nicht bei uns im Haus. Vor allem, das ist auch krass präzise Bauteil so in Summe. Ja, extrem präzise. Also wir sind mit unseren Maschinen schon gut dran. Wir könnten mit hohem Aufwand schon auch so präzise arbeiten, aber es ist einfach in dem Sinne eine Fertigung, die wirklich alleine nur auf Fertigung ausgerüstet ist. Die hat einfach nochmal andere Möglichkeiten. Und ich vermute mal auch, dass das hier wird gleich das Zahnrad für die Übersetzung sein. Ne? Das ist direkt auf der Welle drauf. Das heißt, das andere Rad wird wahrscheinlich größer sein, das dazu läuft. Genau, richtig. Hast du recht. Direkt drauf gefertigt. Ja. Also ich glaube, wenn du ganz viel über Kompressoren redest könntest, da können wir ein eigenes Video machen. Wir holen meinen Vater runter und dann könnt ihr zusammen da ganz, da kann er dir echt viel erzählen. Das glaube ich ist wir auch. Wir können ja einmal zum Prüfstand gehen und dann beenden wir Teil 2 hier schon wieder. Weil ich glaube, das ist nochmal interessanter für die Leute. Und dann wollen wir Papa dazu. Ich habe gerade eine ganz coole Idee, wir können theoretisch Kavi-Kompressor noch drehen. Ne? Wie? Ich mache so eine Technikreihe Technikon, wo ich immer einen Buchstabe, einen Begriff. Ah, so. Ne? Das heißt, so, wir haben sowas wie A wie Antriebswelle oder G wie G-Lader. Und so könnte man KW-Kompressor machen, weil dann können wir uns hier wirklich komplett. Der kann dir so viel erzählen darüber, das ist sein Baby. Das hat er entwickelt. Das ist wirklich sein Kompressor. Redet der da auch so euphorisch? So? Feiert er schon? Ja, er ist schon, also er ist jetzt schon dank mir. Ich kriege ja jede Woche einen Influencer vorbei. Der kann schon vor der Kamera. Er mag es zwar nicht so gern, sich zu hören und so, aber er macht das schon ganz gut. Meines Erachtens. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr zufrieden seid, wie er es macht. Er ist aber selbstkritisch. Wir können ja mal gucken. Wir machen mal erstmal auf jeden Fall Kompressorfertigung haben wir auf jeden Fall schon. Also hier werden hausintern alle Kompressoren komplett gebaut. Mhm.
Jetzt geht's weiter, Brüsche. Genau. Also rechts rüber bitte auf keinen Fall filmen. Wir dürfen nur links rüber filmen. Das ist eine neue Entwicklung. Naja, bitte nicht. Das ist wirklich ein ganz großer Auftrag da. Geheimhaltung und alles. Also hier sieht man jetzt dann, das ist ein Kompressorprüfstand. Hier können wir jetzt zum Beispiel, hier vorne sieht man schon, Drehzahl erfassen, Schwingungen erfassen, alles was uns interessiert, Differenzdrücke, Temperaturen, aber eigentlich immer das Wichtigste, das A und O, Schwingung. Also wir gucken natürlich, dass die nicht schwingen, beziehungsweise die Schwingung recht gering ist und dann hält der Kompressor auch jahrelang. Ja, krass, steckt doch schon richtig was hinter so einer. Das ist ja wirklich schon nicht auch nur Kompressor bauen, einbauen. Ach ja, funktioniert? Ja. Nee, das ist jahrelanges Engineering. Das ist schon. Also da gibt es auch mittlerweile sind da zwei Leute wirklich fest nur an dieser Kompressorgeschichte dran, die das entwickeln, weiterentwickeln und nur wirklich für dieses Thema fest. Als ihr ursprünglich mit G-Power angefangen hattet, weil du meintest, das kam eigentlich aus dem Norden, da habt ihr aber auch schon direkt die Kompressoren hier selber gemacht? Ja, wir haben ja ganz begonnen hat es mit ASA. Mhm. Also ASA ist eigentlich der Ursprung von allem. Heißt auch lustigerweise Automobil-Spezialanfertigung. Mhm. deswegen ASA. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, dass Alpina zu uns gekommen ist, gesagt hat, wir würden gerne eure Kompressoren verwenden. Wir dürfen aber nicht mit Tunern in Verbindung gebracht werden. Das geht einfach nicht. Die sind eine Riesennummer, Alpina. Also hat mein Vater gesagt, okay, wir machen dann noch eine Firma, die dann fürs Tuning da ist und die andere geht wirklich nur in Richtung Kompressoren, Herstellung, Entwicklung, Produktion und Infinitas ist dann für das ganze Tuning da. Das heißt, das ist wirklich Baby aus den ersten Stunden. Genau. Und Infinitas hat es dann am Anfang geheißen und damals war dann der Pleite gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen hattet, 2007 rum. Mhm. Mein Vater hatte damals schon knapp 30 Mitarbeiter, hat dann gesagt, ihm wird es alleine zu viel, er ist absoluter Techniker durch und durch, also wirst du es auch merken. Er würde gerne einen Partner haben wollen, hat den Geschäftsführer von damals auch gekannt, das ist mein Taufpate, also gute, innige Beziehung, hat ihn runtergeholt, hat ihm ein Büro gegeben, hat ihm eine Wohnung gesucht, ein Haus gesucht, die Familie mit runtergeholt, einen Anteil der Firma geschenkt. Dieser hat dann aber die Namensrechte immer privat behalten. Mein Vater hat ihn manchmal gefragt, sie ist immer, nee, jetzt alles in der Firma, keine Sorge, mach dir keine Gedanken. Dadurch, dass mein Vater nur in Technik drin ist und nicht in Kaufmännischen, hat er das nie wirklich überprüft. Man hat sich auch vertraut, man war Partner und dann kam irgendwann mal vor 2 Jahren dann das Anwaltsschreiben, wir dürfen nicht mehr diesen Namen verwenden. Und ganz am Anfang, wenn man jetzt nochmal wirklich ganz zurückspricht, haben die auch nur zusammen unter Infinitas gearbeitet, er war aber sehr erpocht drauf, dass das Ganze umgenannt wird. Und mein Dad war es eigentlich nur egal, Hauptsache sie arbeiten gemeinschaftlich nach vorne und nicht irgendwie, wie man es nennt, Hauptsache man ist gemeinschaftlich und macht das Ganze groß. Sieht am gleichen schon, ja. Genau. Und dann hat er gesagt, komm, nennen wir es, du bist glücklich und wir können weitermachen. Und ja, solange es halt so war. Aber war jetzt für euch auch nicht schlimm, der Schritt? Weil er hat sich ja relativ schnell umgebrandet, sage ich jetzt mal. Also ich bin ganz ehrlich, das erste Jahr danach haben wir schon stark gemerkt. Also wir hatten natürlich, kannst dir vorstellen, ein weltweit etablierter Name. Telefon hat ständig geklingelt. Ja. Auf Einschlag, Homepage offline, Social Media offline, alles offline, kein Traffic mehr. Wir haben keinen Zugriff mehr auf die Domain. Das Einzige, was wir hatten, waren die Telefonnummer noch. Gott sei Dank. Heißt, Altkunden haben immer noch bei uns angerufen. Und wir haben erstmal schon kämpfen müssen. Also, ja, stimmt, das ist natürlich krass, ja. Die ganzen Leute, er hat auch ein paar Leute mitgenommen, die im Vertrieb mit dabei waren, die im Marketing mit dabei waren. Und dann hast du erstmal keinen Anschluss mehr zum Markt. Mhm. Also was machst du als Firma mit über 20 Mitarbeitern, wo du einfach deine Fixkosten hast? Natürlich hat er versucht, dann auch Privateinlagen zu machen. Aber man musste einfach auch Mitarbeiter gehen lassen aus diesem Grund. Und dann kam ja auch Corona. Also, es war keine leichte Zeit für uns, muss man schon ganz ehrlich kommunizieren. Also, aber mittlerweile. Jetzt passt alles wieder. Jetzt sind alle. Es hat Vorteile. Also, wir mussten auch sagen, und da hat noch viele Angst, mit uns überhaupt Kontakt zu treten. Das war so, oh nee, die machen nur mit Scheiß, da bringe ich mein Auto gar nicht hin. Und mittlerweile haben wir es halt ein bisschen geschafft, mit Infinitas bodenständiger zu sein, auch den Leuten zu sagen, hey, wir sind auch nur Menschen, wir machen zwar extrem coole Projekte, wie man hier sieht, aber nichts.
ja, wir sind auch Menschen dahinter. Und deswegen haben wir es auch geschafft, ein bisschen bodenständiger nach außen hin zu wirken. Und die trauen sich auch, ihren 330 Diesel zu uns zu bringen und nicht nur die krassesten M8s oder M4 und solche Geschichten, sondern wir haben halt uns ein bisschen breiter aufgestellt. 330 Diesel heißt, ihr macht auch normales Chip-Tuning einfach für normales Auto so? Ja, wir machen auch Service, wir machen auch, wie gesagt, Bläulagewechsel. Wir machen eigentlich wirklich, was das angeht, sehr, sehr breit aufgestellt. Wir machen andere Felgen drauf, Fahrwerk. Einmal alles gibt es bei uns. Interieur, ja. Exterieur, alles. Auf jeden Fall krasse Geschichte. Freut mich aber auf jeden Fall, dass das jetzt wieder so läuft. Weil ich sage mal, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Ne? Und das ist ja wirklich schon positiv. Danke auch Leuten wie dir zum Beispiel, die dann der Außenwelt auch zeigen, hier schaut mal, da ist was. Ne? Also hey, weil das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, wir haben ja viel gesehen in den letzten Jahren und dass man dann wirklich in so eine Firma mal reinkommt, wo wirklich dann noch so viel gemacht wird, jetzt draußen aber nicht riesen Konzern dran steht, das ist schon die Seltenheit. Ja, wir sind auch komplett familiengeführt, also es gibt hier nur einen Anteilhaber und nicht irgendwie natürlich Aktiengesellschaft oder irgendwas. So, jetzt wieder zur technischen Seite. Ja. Kompressorprüfstand. Das heißt, ich denke mal, in Summe wird das Ding auf jeden Fall auch irgendwie messen, wie viel Luft reingeht, rausgeht und so weiter. Das kann das Ding auch alles. Das kann das alles. Da gibt's alles. Muss man natürlich ausstatten mit den entsprechenden Sensoren. Dann geht die ganzen Daten gehen raus hier an den Computer. Da sitzt dann meistens ein Ingenieur, wertet alles aus. Mhm. Und dann kann man darüber diskutieren. Das ist halt der Vorteil jetzt bei einem Kompressor. Ich weiß, bei einem Turbolader ist das Ganze nicht so einfach, weil man diesen Abgasvolumenstrom zum Simulieren gar nicht so einfach hinkriegt. Gerade weil ja ein Großteil davon halt einfach durch die Wärme ist. Mhm. So, und hier bei einem Kompressor, klar, wenn du einen stark genug großen Motor hast, ne, kannst du den Kompressor natürlich immer auf deinen Nenndrehzahl bringen. Genau. Ja, Strom ist natürlich, man muss auch dementsprechend das Ganze, in der alten Firma hatten wir zu wenig Strom. Das war ein Riesenthema, wenn dann der Prüfstand gelaufen ist, dann durfte nichts anderes an sein. Kein Heizlüfter, keine Kaffeemaschine, muss alles abgeschalten werden, sonst ist die Sicherung rausgeflogen. Haben wir hier natürlich im Neubau uns alles. Keine Videos am Karten in der Zeit? Keine Videos am Karten, ja, aber damals eh nicht so viel gemacht. Ne? Aber alles wurde runtergefahren, dann konnte man, also Computer durften schon an sein. Also, kann man grob sagen, wie viel Verlustleistung so ein Ding hat? Also angenommen, wir wollen den jetzt auf seine 60.000, 70.000 Umdrehungen bringen, wie viel PS-KW da auf der anderen Seite dran ziehen müssen? Das müsste man im Kennfeld jetzt nachschauen. Weil das wird wahrscheinlich so eine Verlustleitung durch die Antriebsleistung. Genau, ich vermute mal, dass werden das hier sein. Das werden ja bestimmt irgendwie 30, 40 kW oder so sein in dem Dreh, die da richtig dran ziehen. Ja, kann ich gar nicht beantworten, wissen wir aber. Also könnten wir beantworten. Papa weiß das. Ja, müsst ihr jetzt fragen, ob er es ad hoc weiß. Also wir haben natürlich viele Auswertungen, Daten im System. Es gibt massenhaft an Daten, Informationen, die wir haben. Man muss sie nur abrufen können. Ja. Aber vielleicht weiß er es. Wenn ich den Motor da hinten so sehe. Ja, die ist schon was. Sind das auf jeden Fall nicht 5 kW. Er kann es einschätzen oder errechnen. Er rechnet dir das vor am Schluss. Ja, weil es ist halt eben so, wenn man jetzt das Ding per Hand dreht, denkt man, boah, dreht ja super cool und einfach. Ne? Wenn man so ein Ding dann aber auf 60.000 Drehungen drehen will, ist das halt immer noch eine andere Sache. Das stimmt. Also das ist ja der Vorteil von einem Turbolader. Der nutzt die verlorene Energie und der Kompressor braucht ja die Leistung vom Motor. Da hast du recht. Ja. Aber trotzdem hat der seinen Vorteil, der Kompressor, in vielen Punkten. Ansprechverhalten ist super, super, super gut. Und ja, auch Soundkulisse finde ich beim Kompressor einmalig. Wenn ich den Geräusch von so einem Kompressor höre, da geht mir als Autoliebhaber das Herz auf. Und ja, auch optisch, man sieht ihn immer gleich. Turbolader ist so versteckt und alles. Ja. Also. Kann man einen turboaufgeladenen Motor auch umbauen auf Kompressormotor? Das kann man machen. Wir haben eine bessere Lösung. Ja, du nimmst die Thematik so ein bisschen vorweg. Okay. Macht aber nichts, wir sind ja eh gleich da. Ja. Letzte Frage, kommt jeder Kompressor hier einmal drauf, bevor der ausgeliefert wird? Nein. Okay, also auch nur stichprobenweise wieder. Mhm. Wir machen jetzt auch wieder in Chargen, ungefähr jeder 20., jeder 30., weil wir die Fertigungstoleranzen haben. Wir wissen, okay, wir haben das gemessen, das passt. Dann ist das in seinen Toleranzen drin und dann passt das auch. Cool. Also da muss man nicht jeden drauf nehmen, das ist zu teuer. Wie ich sehe, hausintern Prüfstand auch. Genau. Muss ja. Das ist einfach leichter zum Abstimmen, ja. Wenn wir eigene Software entwickeln, man sieht es auch hier, 140i mit knapp 600 PS, machen wir die Softwareabstimmung alles selber bei uns im Haus. Und dazu braucht man einfach einen Rollenprüfstand, sonst lohnt sich das einfach nicht, sonst braucht man zu lange. Das ist ja auch von Superflow, ist jetzt kein Maha oder so. Das ist ein Scheitelrollenprüfstand mit einer angetriebenen Achse.
Heißt, wenn die Hinterachse sich dreht, wenn man einen Heckantrieb hat, dreht sich die Vorderachse mit. Ah, krass. Wir können Allrad messen, wir können Front, Heck, alles. Also einmal alles. Ist ziemlich gut. Wir können die Achsen verschieben. Also wenn wir jetzt einen 1er BMW haben, sieht man zum Beispiel hier hinten, ist die Achse ein bisschen weiter vorne. Also hier hinten sieht man, dass man noch weiter hinter könnte. Beim 7er BMW oder X7 wird das Ganze weiter hinter geschoben und dann kann man jeden Radstand machen. Und auch extrem cooler Frischgasauge auch wieder, finde ich. Das ja? Also dieses wohnliche Gefühl, was er von Anfang gesagt hat. Und das Ding hat 600 PS, wo hier steht? Das hat jetzt gerade hier gemessen, sieht man 804 Newtonmeter, 595 PS. Wir hatten auch schon ein bisschen mehr, wir waren schon auch bei 610 PS. Jetzt gucken wir natürlich, dass das Ganze standhaft ist. Auch ein krasser Sleeper, so, ne? Mit 600 zu nehmen? Das ist schon ein Dach. Wenn ich so überlege, in dem 600. Ja, es hat schon was. Das ist, man könnte auch ein bisschen mehr machen. Aber der Kunde hat gesagt, 600 PS sind vollkommen ausreichend für ihn. Das ist dann aber auch schon ein Upgrade. Das ist ein riesen Upgrade, ja. Ach, das ist der Single Turbo, oder? Genau, das ist ein Single Turbo. Und der Lader kommt dann auch von euch? Nee, also wir machen keine eigenen Lader, die kaufen wir natürlich zu. Aber wir arbeiten dann schon mit den Turboladerfirmen zusammen und sagen dann, okay, können wir bitte so oder so. Weil da hätte ich jetzt gedacht, dass Papa da auf jeden Fall, wenn er schon so tief im Thema Kompressor drin ist, wird er ja zum Thema Turbolader auch so ein bisschen seine Vorstellung haben. Das stimmt, ja, er möchte natürlich da mitreden, aber Turbolader arbeitet doch ein bisschen anders als ein Kompressor. Und man muss sich einfach wenn wir was anfangen, muss man dann auch was investieren, dass man den Prüfstand dazu hat und alles. Und wir sind einfach zu tief in dieser Kompressorgeschichte drin. Wir brauchen deswegen keinen eigenen, da gibt es auch so viele Firmen schon. Ist so ein bisschen wie so eine Kommandozentrale. Man könnte denken, dass du von hier so Gas geben kannst. Ne? Aber das geht halt leider nicht. Können wir mal reingucken, ja? Ne? Ja, mal gerne. Ist jetzt gerade ja ein bisschen ruhiger geworden. Boah. Hi. Hi, servus. Ja. Max. Aber das ist natürlich krass, ne? Dafür, dass gerade eine Messung drin ist, eiskalt hier drin. Ne? Ja, das ist natürlich, weil wir natürlich auch die Abluft haben. Fast wie so eine Klimakammer hier. Im Sommer ist es warm natürlich. Und im Winter kalt, weil wir die Außenluft. Aber wird das im Sommer auch so richtig warm hier dran? Ja, es geht. Wir haben natürlich da vorne das Gebläse, was halt die Außenluft anzieht. Wir haben jetzt keine Kühlung im Prüfstand, also im Gebläse selbst drin. Das werden wir irgendwann mal nachrüsten, eventuell, aber so reicht uns das aktuell. Okay. Hinten haben wir noch eine Hebebühne. Für den Fall, ja, der Bedingung zum Besten gerade. Ja, also der Prüfstand korrigiert natürlich auch, der kann das auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwas wäre am Auto, kann man hier einmal schon runter, die Hebebühne hoch und runter schauen, ob alles passt und dann kann man wieder drauf. Fällt uns auch gut. Früher haben wir selber alles auf der Straße abgestimmt und das war natürlich sehr viel Aufwand. Da musste immer einer fahren, der andere hat die Werte angeguckt, die Werte angepasst und jetzt ist es absoluter Luxus. Man kann hier seinen Lastpunkt anfahren, also wir haben auch eine Wirbelstrombremse hier unten drunter. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt 60 km halten. Hat dann seine Drehzahl von ungefähr 3000 Drehungen und fährt dann da den ganzen Lastpunkt mal durch, zum Beispiel. Und es ist halt einfach reproduzierbar, ne? Also weißt du, kannst halt immer wieder mit dem Auto das Gleiche machen. Mhm. Und selbst wenn du dir vornimmst, ich gebe an der gleichen Stelle wieder Gas, weißt du, ist draußen wärmer, kälter, und dann regnet es nicht. Und genau. Das und hier ist halt wirklich immer... Ja, hast du dieselbe Last auch. Also ich meine, das ist ja auch immer so ein Punkt. Der Fehler kommt bei unterschiedlichen Lastzyklen zum Beispiel. Und hier kannst du wirklich den Punkt speziell anfahren. Also ich muss nochmal sagen, ich finde den Stil der Halle finde ich mega geil. Irgendwie. Ja? Ja, hier auch der so. Fußboden ist auch noch aus Holz. So, das Holz und so. Weiß ich nicht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel wirklich alle Motoren, wo es von uns ein Kompressorsystem gibt. Hier sind so die älteren. Das ist zum Beispiel der Mercedes, wo wir gesprochen haben. Also wo man wirklich gar nichts sieht. Ich habe jetzt leider nicht die Original, nur eine angeschnittene da. Die kennst du ja, hier vorne geht die noch zu und dann siehst du wirklich hier absolut gar nichts. Nimmst die Motorhaube weg, die Motorabdeckung weg, dann siehst du unten drunter den Kompressor. Wie? V8. V8, ja. Der 113, das ist der kleine Bruder, der M112. Wie beim S85, S65 einfach eigentlich abgeschnittener Motor und fertig. Genau da. Deswegen ist hier auch der ganze Kompressoraufbau ein bisschen anders, weil der ja wirklich in dem V drin hängt und deswegen man gleich diese Länge so nutzt mit dem Riemen und so weiter. Ja, da braucht man halt eine andere, also längere Welle. Ist auch für mich irgendwie so die ideale Position für so einen Kompressor eigentlich. Findest du? Weiß ich nicht, so in dem V finde ich es irgendwie... Weißt du, versteckt ist? Ja, finde ich irgendwie cool. Ja, ich finde es natürlich schon schön, wenn du die Motorhaube aufmachst. Es hat beides seinen Stil, ne? Das ist natürlich Tuning, so, ja. Ne? Das ist so... Dann so besonders Tuning und so weiter. Das haben wir unten gesehen. Das ist ja der M54 ja. Motor, ja. Wo wir gesehen haben, wo das Kompressor-Kit zum Beispiel ja. E60 ist ja. Oder E46. Ja, die anderen Motoren kennst du ja, vor allem den Lincoln hier kennst ja. Du, ne? Ja, ja. S54. Haben wir jetzt, aber es gibt nicht montiert gerade. Natürlich Montage, Demontage passiert ja immer.
Aber es kommt nicht jedes Kit einmal an so einen Motor dran, bevor ihr das ausliefert. Nee. Die passen ja alles. Also dafür haben wir die Qualitätskontrolle. Das ist nicht notwendig. Hier sieht man noch, wie ich vorher gesprochen habe, in der Werkstatt, ein paar Videos her schon wahrscheinlich, die gefrästen Teile, das war anfänglich, haben wir uns natürlich welche auf die Seite gepackt für uns mal. Und das ist jetzt hier als Entwicklung drauf. Hier sieht man auch Bikompressor in dem Fall. Hier würden dann zwei Kompressoren noch sitzen und würden dann durch die Airbox in den Brennraum gehen. Das ist noch gar nicht entwickelt. Achso, okay. Das wäre Porsche. Den BMW-Motor kenne ich noch gar nicht. Nee, ja, das ist ein neuer. Und hier können wir eigentlich das nächste Video überführen. So, das Objekt der Begierde, womit es jetzt gleich losgeht. Ganz kurz in ein oder zwei Sätzen. Ja, ihr seht richtig. Ein zweiter Rohlader. Auf dieser Seite noch einen fetten Kompressor. Den neuen T6, ja. Ich würde auch sagen, das muss auch schon genug sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Beikommen. Mega geile Firma. Wir machen jetzt mit diesem Projekt weiter und das seht ihr dann im nächsten Video.